Leistung der Mannschaft war sehr, sehr gut. Ich würde sagen, die Burschen haben sogar noch besser gespielt als im Hinspiel in Genk. Und in einer fantastischen Atmosphäre. Und leider Gottes war es uns nicht gegönnt, einen Sieg zu landen. Ich glaube, das hätte die Mannschaft verdient. Es hat sehr viel Aufwand betrieben. Man hat gesehen, dass sie unbedingt gewinnen wollte. Für mich als Trainer überwiegt der Stolz auf meine Mannschaft. Und ich glaube auch, dass die Burschen auf sich selbst da stolz sein können. Auch wenn wir nicht gewonnen haben. Aber wir haben gezeigt, dass wir gegen eine Top-Mannschaft, die schon viel mehr Erfahrung hat, auf internationalem Parkett mehr als mithalten können. Leider hat uns in der einen oder anderen Aktion oder Situation das Quäntchen Glück gefehlt, um als Sieger aus diesem Duell hervorzugehen. Es war uns leider Gottes nicht gegönnt. Nou, in de rust zijn we in ieder geval rustig gebleven. We zijn op dezelfde Genk is ruhiger in de tweede helft gestartet. Ze wisten dat ze die mogelijkheid hebben. En door het Tor van Büffel hebben ze den Ausgleich geschossen. In de Folge hadden ze toch die een of andere Chance. Wobei gegen Ende Rapid wieder ins Spiel gefunden hat. En ook die een of andere Chance gekriegt hat. Dus ik kan op zich wel leven met een gelijkspel. Hebben een Freistoß gehad? Unmittelbar vor dem gegnerischen Tor, schießen in die Mauer und laufen in einen Konter rein, verhalten uns auch nicht glücklich. Ja, und so ist es zum Elfmeter gekommen, den man geben kann, aber nicht unbedingt immer geben muss. Ja, ja, trotzdem haben wir nie aufgegeben. Also, ich glaub, wir stehen schon dafür, dass wir nie aufgeben und dass wenn man gegen uns spielt, dass er spielt ziemlich lang dauern kann. Und auch das spricht für die Truppe. Ja, aber in weiterer Folge, auch in der zweiten Halbzeit, haben wir auch das eine oder andere Mal 3:1 auf dem Fuß gehabt. Wie gesagt, das Einzige, was heute nicht gepasst hat für mich, war das Ergebnis, weil wir durchaus hätten gewinnen können. Der Punkt ist verdient. Sie sind glücklich. Das Publikum war natürlich ein Pluspunkt für Rapid, aber er ist stolz auf seine Mannschaft und sie können freudig nach Belgien zurückfahren. Es war dann auch nicht leicht, den richtigen Wechsel vorzunehmen, weil einfach ein gewisser Spielfluss doch immer vorhanden war, wo ich mir gedacht habe, der eine oder andere Spieler hat vielleicht dann den Siegesschuss am Fuß und deshalb habe ich mir etwas Zeit gelassen. Jeder Spieler in meiner Mannschaft hat so seine Stärken und seine Qualitäten, genauso wie seine Schwächen. An beidem wird gearbeitet und jeder ist gewillt, das Beste zu geben und auch der Terence mit dem Fuß. Und ich bin überzeugt davon, dass er in naher Zukunft das eine oder andere Tor mit dem Fuß gelingen wird. Ich finde, Salzburg spielt in einer anderen Liga. Salzburg ist in ihrer Entwicklung sehr, sehr weit fortgeschritten, haben letztes Jahr schon begonnen damit, haben sehr, sehr wenig verändert in der Transferperiode, haben natürlich auch Mittel zur Verfügung, die andere Vereine nicht haben. Aber wir versuchen natürlich in Zukunft Schritt für Schritt und Stück für Stück diese Schere zu schließen. Dass das nicht von heute auf morgen möglich ist, ist klar. Aber gerade das heutige Spiel hat gezeigt, wie schön es sein kann. Oder diese internationalen Begegnungen haben es uns immer wieder gezeigt. Und ich glaube auch, dass das sehr viel Arbeit erfordert hat in der Vergangenheit. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir noch waren vor einem halben Jahr, wie die Situation war und dass die Entwicklung sehr, sehr gut ist, glaube ich, kann man nicht abstreiten. Kriegt jeder mit. Und dass sie aber noch nicht beendet ist, die Entwicklung, ist mir klar. Aber ganz wichtig ist es, sehr, sehr hart an sich zu arbeiten. Jeder Einzelne von uns muss sehr, sehr hart an sich arbeiten, um wieder solche Erlebnisse nächstes Jahr zu haben.